Hallo ihr Lieben vom Refugio Forni in Italien, dem Ausgangspunkt der Besteigung der Suldenspitze. Für mich heute, es gibt auch noch einen Ausgangspunkt in Sulden, da muss man aber einen Gletscher übersteigen. Dafür bräuchte ich heute einen Seilpartner, weil ich das solo nicht machen möchte. Deswegen von hier aus. Diese Tour soll aber fast noch schöner sein, mit 3,5 bis 4,5 Stunden Aufstiegszeit durch ein fantastisches kleines Tal, über die Pizzini-Hütte, Casati-Hütte, alles mit dabei. Es gibt auch zahlreiche Shuttles, die hier langfahren. Kann man immer bestimmt draufspringen, wieder runterspringen, wenn man nette Mitfahrer hat. Wir lassen es einmal alles auf uns zukommen. Von oben soll man auf jeden Fall einen fantastischen Ausblick haben. Ja, ihr Lieben, hier geht's schon los mit der gigantischen Aussicht. Königsspitze im Hintergrund, Traktor, aber einfach geil. So, echt geiles Wetter. Ich glaube, da oben ist die Casati-Hütte und da rechts, das müsste die Pizzini-Hütte sein. Irre. Irgendwo dahinter ist dann die Suldenspitze. So ihr Lieben, Pizzini-Hütte auf gut 2700 Metern. Also es lässt sich kaum beschreiben, wie geil das hier oben ist. Unfassbar, absolute Stille, kein anderer Mensch hier. Die Hütte hat auch schon geschlossen. Hier muss jetzt der Monte Cervedane dahinter liegen, kennt man jetzt nicht so gut. Ja, und darf ich vorstellen, der Gran Cebu oder die Königsspitze. Da hoch geht's jetzt zur Casati-Hütte. So ihr Lieben, ich bin jetzt unterhalb der Casati-Hütte. Es gibt zwei Wege. Einmal einen steileren Anstieg und einmal wohl ein neuerer Weg. Ich nehme jetzt den neueren Weg, also rechts rum. Mal gucken, ob es da irgendwelche Vorteile gibt. Ja, im T-Shirt Mitte Oktober, wer hätte das gedacht? Von unten von dem kleinen Bächlein kurz nach der Pizzini-Hütte bis hierher ungefähr eine halbe Stunde. Es geht stetig bergauf, man macht wirklich ordentlich Höhenmeter. Macht aber Spaß immer mit im Hintergrund der Monte Cervedane. Ich glaube jetzt hinter diesem Joch, hinter diesem Kamm da oben müsste jetzt eigentlich die Casati-Hütte liegen. Ja, so schnell schlägt es um. Eisiger Wind. Da ist jetzt auch wieder ein Jacke angezogen. Hier sieht man noch alte Stachel drin. Ich denke mal, jetzt ist der Erste Weltkrieg. Hallo Lieben, ich bin jetzt am Refugio Casati, 3254 Meter. Mutterseelen allein, kein anderer hier, nur ich und die geschlossene Hütte. Hinter mir geht's Richtung Monte Cervedane. Und wenn wir uns jetzt wieder drehen, dann muss irgendwo da der Weg starten zur Suldenspitze. Weit kann es jetzt nicht mehr sein. Es ist super kalt, 3376 Meter, etwa 3 Stunden, 3,5, muss man schon einfahren.
Sicht geil.